Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zur dritten Folge Minecraft Rave. Wir joinen sofort auf den Server, damit wir keine Zeit verlieren. Und ich stelle mir jetzt ganz schnell wieder einen Timer. Zack, 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 zack. 15 Minuten starten. So, wie ihr seht, wir haben hier heute schon ein Texturenpack am Start. Und zwar ist es das Sphex Pure BD Craft. Außerdem habe ich noch die Hexit-Erweiterung reingepackt. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe Optifine installiert, genau, Optifine. Und gut, so, wir sind hier in diesem kleinen, in der kleinen Höhle und gucken jetzt einfach mal, ob hier irgendwo sowas wie Diamanten zu finden sind. Aber irgendwie sieht das hier so verlassen und leer aus. Und wie ich mich kenne, verirre ich mich sowieso wieder. Jetzt, Moment, ich muss ganz kurz... Hier ist mein Skin auch total verbuggt. Liegt das daran, dass ich einen 1.8er Skin habe und der deshalb so verbuggt ist, weil ich den immer von Nova Skin aus hochlade? Muss ich den mal ändern, dass es wieder so ein 1.7er Skin ist und der dann wieder normal ist, weil sonst ist alles immer verbuggt. So. Gut. Hier ist unser Dorf, das heißt, hier geht es auch wieder hoch. Ich will jetzt keine Zeit verschwenden. Ich möchte jetzt ganz schnell weggehen von der Stadt und einfach einen Dungeon machen. Ich möchte einfach einen Dungeon finden und machen. Aber mittlerweile ist schon Nacht. Das bedeutet, wir gehen auch schnell schlafen noch. Hallöchen, Schaf. Au, okay. Hier muss jetzt erstmal wieder alles laden. Denn hier ist noch kein einziges Mal geladen. Ja, Frame-Einbrüche hoch 100. So. Das hilft übrigens, wenn man einen Screenshot macht. Dann, das mache ich immer, wenn ich merke, so, die FPS gehen gerade ein bisschen runter. Dann drücke ich immer hier. Geht das eigentlich von so? Kann man das so machen? Nee, man muss schon davor stehen. Schade. So, gut, dann gehen wir mal schlafen. Und ja, hallo, herzlich willkommen. Und wir gehen jetzt auf Tour. Was brauchen wir denn da alles? Ich nehme einfach mal einen kompletten Bogen mit. Der ist schon mal nicht schlecht, aber... Ich lasse es dann doch lieber hier. Ich glaube, die Sachen hier lasse ich generell hier. Weil ich habe eigentlich nicht so, was ich jetzt unbedingt brauche. Oder den kaputten Bogen könnten wir mitnehmen, mal mit so ein paar Pfeilen, sollte wirklich irgendwas im Notfall sein. Aber was wir auch schauen können, ob hier jemand schon von unserer Stadt einen Verzauberungstisch hat. Okay, hier hat noch niemand ein. Gucken wir doch da ganz schnell rein. Ich möchte aber keine Zeit verschwenden. Ist noch jemand auf dem Server? Nee. Okay. Hier ist auch niemand. Hier auch nicht. Och man, in der nächsten Folge werde ich mir auf jeden Fall einen Gast dazu holen. Weil ich super gerne mit einem Gast jetzt aufnehmen möchte. Nächste Folge. Ui. Er hat voll die guten Sachen hier schon und ich nicht. Das ist ja kaum zu fassen. Okay, bauen wir uns da einfach mal aus und gehen einfach mal weit, weit weg. Wir müssen uns merken, hier in der Nähe von der, also rechts von der Wüste und links von dem Schneegebiet ist unten, quasi dann für uns oben, unser NPC-Dorf. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Wüste und suchen einfach mal irgendwie so einen unterirdischen Dungeon oder so. Ach, was ich, Idiot, das nicht gemacht habe. Ich habe mir kein Backpack gecraftet. Den macht man sich nämlich aus 8 oder 9 Leder. Ich habe aus 8 Ledern. Und dann in der Mitte die Farbe, die man haben möchte. Und, ach, das hätte ich auch machen können. Kacke, vielleicht finden wir Kühe, dann kann ich das noch machen. Und wenn nicht, dann hatte ich jetzt wohl Pech. Wenn ich dann irgendwelche guten Sachen deshalb nicht bekomme, bin ich halt selber schuld. Okay. Hier ist ein Netherportal. Ist das so gespawnt oder hat das jemand gebaut? Sieht sehr geil aus. Soll ich da mal reingehen? Nee. Nee. Das lasse ich lieber. Das lasse ich lieber. Okay, dann gehen wir da mal rüber. Und ich werde mir auch auf jeden Fall Güsser mitnehmen, falls wir einen Chocobo finden. Denn ich hätte unglaublich gerne einen Chocobo. Und ihr könnt mir jetzt schon mal Namenvorschläge reinschreiben, wie ich das Chocobo dann nennen soll. Denn ich bin so, was Namen angeht, ich meine, Bubs Doggy, bin ich nicht gerade sehr kreativ. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr mir da Vorschläge in die Comics schreiben würdet. So. Oh, da hinten
Sieht so aus, als ob da was wäre. Kürbisse. Nehmen wir auch mal mit. Die könnten uns vielleicht irgendwann behilflich sein. Zack, 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 zack. Oh, das freut mich aber, dass ich hier ganz viele Herzen bekommen habe. Ne, ich glaube, das ist eine Falle. Guck mal. Guck mal hier. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist einfach nur eine Falle. Moment. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, man muss hier irgendwas machen, dass die Falle aktiviert wird. Moment. Ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Lust, durch die zu sterben. Deswegen gehen wir da einfach mal weg und suchen einfach... Oh, da ist ein Tower. Bitte ist der noch nicht kaputt. Da sehe ich einen Spawner. Der könnte noch gut sein, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Und da ist auch noch so ein unterirdisches Ding. Die unterirdischen Dinger da sind mega krass immer. Oder sieht doch, der ich. Doch, der ist schon kaputt. Ja, der ist schon kaputt. Aber vielleicht hat da jemand die gleiche Taktik gemacht wie ich. Und hat sich dann gedacht so. Ey, komm her. Und der hat sich dann vielleicht gedacht so. Ja, ich mach den jetzt mal kaputt, aber ich sagte ihm das nicht und ich würde sagen, wir können das nur testen, indem wir einfach mal hier hingehen und das hier angucken. Vielleicht ist ja auch so ein kaputter Dungeon. Oh, oh mein Gott. Okay, diese Blast hier nerven schon mal extrem. Ich weiß nicht, steht der Boss noch oben? Ich sehe es irgendwie von hier nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Okay. Stirb, du Zombie, du. So, ganz schnell abbauen hier. Boah. Okay, und noch gleich einen abbauen. Okay, das habe ich dann schon mal. Oh mein Gott, da unten geht die Party ab. Kann man hier auch noch hochgehen und hier irgendwas machen? Nee, okay. Okay, Leute, wir gehen da jetzt rein. Oh mein Gott. Okay, die töten wir jetzt einfach mal alle. Und dann gehen wir eins runter. Aber gibt es hier irgendwie keine Treppe oder so? Weil ich finde das echt ein bisschen doof, wenn ich da jetzt so runtergehen müsste. Der Blaze-Spawner macht mich total irre im Kopf. Ach, hier, hier, hier. Das mache ich hier alles zu, damit hier niemand dann mehr hoch kann. Dass ich einfach so denke, so... Oh, ich bin ein Blaze, ich muss ganz viel tolle Sachen machen. Okay. Jetzt gehe ich mal hier runter. Hallo, Blaze. Sterbt, sterbt. Ich kann die Spinne nicht schlagen. Ich kann die Spinne nicht schlagen. Oh mein Gott, ich kann die Spinne nicht schlagen. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Diese Blaze-Spawner, die machen mich kaputt. Ich werde sterben. Ja, ich werde sterben. Ich werde sterben. Wegen den Blaze-Spawnern. Und, oh mein Gott. Nein, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh. Jetzt ganz schnell, ich muss jetzt hin. Ich nehme jetzt einfach ein Schwert mit und das hier. Och Mensch, ich wusste das doch. Ich wusste das doch, dass ich wieder sterben werde, weil ich einfach zu... Ich bin einfach zu dumm. Einfach zu dumm zum Überleben. Jetzt muss ich mich mal beeilen, hier nicht, dass meine ganzen Sachen despawnen, meine schönen Dia-Sachen. Leute, Leute, Leute. Unser erster Tod gleich in der zweiten Folge. Das ist traurig. Ich wollte eigentlich niemals in diesem Projekt sterben. Wie soll das dann mit PvP werden, wenn ich hier beim Mobs schon sterbe? Diese Blazes, ne, die regen mich gerade so auf. Die machen bei mir gerade innerlich... Entzünden die ganze Zone, Wut, dass ich da jetzt, boah, wenn hier jetzt neben mir ein Blaze stehen würde, dann würde ich so, pam, eine mitgeben, aber das kann ich ja nicht bringen. So, Leute, wir gehen da jetzt wieder ganz schnell rein. Gehen wir jetzt wieder ganz schnell rein und jetzt hoffentlich klappt das. Das ist ja auch ein doofer Dungeon hier. Sehr doofer Dungeon. Vor allem diese unterirdischen sind ja sowieso immer diese extrem schweren.
Und wenn man das nicht schnell abbauen kann, und vor allem, ich habe es ja versucht abzubauen, aber wenn da ganz, ganz viele Blazes stehen, dich abschießen, dann kannst du die einfach nicht abbauen. Und in der Zeit hast du schon längst wieder 100 Millionen andere auf dem Hals, weil, keine Ahnung. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Der, ich glaube, da vorne war das der. Oder war das hier vorne? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Hier, ich glaube, wir sind hier geradeaus weitergelaufen. Ich glaube, der hier war es nicht. Nee. Guck ich mal da vorne. Ach genau, hier war so ein Dungeon und ich glaube dann hier irgendwo. Ja, der daneben war es. So, jetzt müssen wir irgendwie schnell runter, unsere Sachen holen und dann das nochmal versuchen. Mit einem neuen Versuch. So. Leute, jetzt. Okay, jetzt habe ich hier... Oh, ich bin runtergefallen. Ich Idiot. Okay. Jetzt kann ich hier aber alles holen, was ich möchte. Aber ich muss hoch, um meine Sachen aufsammeln. So. Okay, zum Glück sind die jetzt alle noch hier. Und ich konnte ja die zwei Spawn noch abbauen, aber bin dann gestorben. Hier, hier steht's. Bumsdoggy. Bumsdoggy, Bumsdoggy. Okay. Das ist eine tolle Beschreibung. Wo sind meine anderen Sachen? Hallo? Ach, die liegen hier. Ach, die sind ganz durchgefallen. Kacke. Das ist doof. Hier ist nochmal eins runter. Ich hoffe, das sind. Ich hoffe, jetzt kommen keine Blazes mehr. Wenn keine Blazes mehr kommen, habe ich auch kein Problem mit irgendwelchen anderen Viechern. Aber keine Blazes sollen kommen einfach. Einfach keine Blazes. Danke. Okay, tschüss. Aber bei denen kann man ja zum Glück hier schön blockieren. Und dann macht es hier auch nichts aus. So, in die Truhe packe ich jetzt mal hier den ganzen Crap rein, den ich habe. Die ich nicht brauche. So. Zack, zack. Ich hoffe, hier unten liegen noch teilweise meine Sachen, weil... Gut, das Wichtigste habe ich, aber das zum Beispiel... Ich habe nichts zum Essen. Oh mein Gott. Oh! Das ist irgend so ein unsichtbares Teil. Was? Mit Reed Boots? Was? Wieso habe ich die? Oh. Ich habe mal ganz kurz reingespickt, was da so abgeht. Die Action geht ja ab. Diese Spinnen, die hasse ich ja am meisten. Spinnen und Blazes, ne? Das sind so zwei Sachen, die hasse ich übelst. Aber ich habe meine Level nicht verloren. Das ist komisch. Kann das sein, dass man hier keine Levels verliert? Oh, bei mir laggt's. Okay, nichts passiert. Zum Glück. Oh mein Gott. Es laggt wieder. Diese Lags, ne, die machen mich jetzt, die machen mich fertig. Stopp. Stopp mal bitte die Lags. So, jetzt kann erstmal von oben nichts mehr kommen. Ich sollte was essen. Ich habe nichts zum Essen mehr. Was mache ich denn jetzt? Ach, hier. So. Das ist gerade echt Anspannung pur, Leute. Also, das mute ich hier keinen von euch zu. Jetzt packe ich... Oh, ihr scheiß Spinner. Ihr habt es alle nicht verdient zu leben. Ihr habt alle den Tod verdient. So. Und was auch ganz schlimm ist, ist hier diese Lücken immer, die immer so in diesen Dingern sind. Ach, jetzt schweben die Sachen um mir. Das ist ja mega. Kann ich jetzt ganz viele Sachen einfach so aufheben, die ich gerade Bock habe. Okay. Zack. Das ist ja perfekt, wenn die jetzt alle um mir schwirren. Weil dann passiert mir quasi ja nichts mehr, wenn ich irgendwelche Sachen verliere, weil dann kann ich die einfach so mitnehmen. Okay. Hä? Ist das jetzt schon der Boss unten oder wie? Oder was?
Oder was hat der vor? Wieso brennt's hier? Ich kann mich nicht löschen. Okay, Leute. So, du stirbst jetzt erstmal, du Biest. Okay, 15 Minuten sind um. Mein Wecker muss ich noch deaktivieren. So, dankeschön, Wecker. Aber den Dungeon mache ich jetzt noch ganz schnell zu Ende. Ausloggen möchte ich mich hier außerdem sowieso ungern. Zack. Die packe ich mal hier hin. Zack, zack. Zack. Okay, dann gehen wir jetzt mal noch eins weiter runter. Wo geht man denn hier weiter runter? War es das schon? Oder? Hä? Nee, das kann es nicht gewesen sein. Schon. Hä? Das war der ganze Dungeon für nichts und wieder nichts. Ich dachte, wir bekommen jetzt voll die guten Sachen. Deswegen habe ich mich auch schon gewundert, dass es hier explodiert. Na gut, Leute. Na gut. Hier oben ist noch so eine Spider. Ich glaube, die droppen irgendwelche gut. Was? Ich habe ein Ender Giant Sword. Mit Sharpness 2 sogar. Lol. Lol. Was kann das denn besonders? Kann das irgendwie. Kann das nicht Gift irgendwie. Also dann ist man nicht mehr vergiftet oder so? Oder kann das. Was kann das denn besonderes? Ich glaube, es ist einfach nur stärker. Schreibt es mir in die Kommentare bitte, das wäre sehr nett. So. Gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal hoch. Und ja, der wird hier für immer in Erinnerung bleiben. Und wir haben jetzt hier mitten in der Nacht. Oh mein Gott, und hier sind noch so viele schöne Dungeons, die ich gerne erkunden möchte. Zum Beispiel hier und hier und hier und hier. Und auf der Map sieht man auch ganz viele. Okay, Leute, aber es ist, man sollte immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Hier, so, deswegen logge ich mich jetzt auch aus. Puh, das war für mich eine seelisch komplett belastbare, eine komplett belastbare Folge. Erstens schon mal unser Tod und dann auch noch, um unsere Sachen wieder zu bekommen. Ein paar Sachen sind ja leider weg, irgendwie unsere Hose und so, die sind, glaube ich, explodiert. Aber ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir Tipps und so weiter in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, macht's gut, haut rein, haltet die Ohren steif und ciao.